Alles klar. Vielen Dank. Andrea, du hast das Wort. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich und ich bin bewegt, das muss ich ehrlich sagen, dass ich heute hier stehen kann. Ich danke meinem Kreisverband für die Ermutigung, für das Vertrauen und für die Unterstützung mit dem Votum. Ich freue mich, in der Reihe mit so anderen großartigen Frauen und Männern zu stehen. Ich habe tolle Reden gehört und meine Aufregung hat das, die hat das noch gesteigert. Ich bin euch noch nicht so bekannt, deswegen möchte ich mit ein paar persönlichen Dingen beginnen. Ich bin in Dresden geboren und aufgewachsen. In Prohlis in den 90er Jahren in die Schule gegangen, in eine Plattenbausiedlung. Und wuchs schon damals in mir die Überzeugung, dass politisch links die einzige Seite ist, auf der ich stehen kann. Die Seite, die ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Einige Jahre später habe ich Landwirtschaft studiert, eine Verwaltungsausbildung absolviert und hatte 2010 endlich die Chance, meine Überzeugung mit dem Job zu verbinden. Mit dem Verein EcoConnect habe ich Wissenstransfer in nationaler und internationaler Ebene organisiert, immer unter dem Zeichen des Ökolandbaus und der ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Weiterbildung für Landwirte, Azubis, Studenten, Berufsschüler. 8 Jahre intensive Projektarbeit, die ihre Spuren hinterlassen haben und die jetzt dazu führten, dass wir diesen Staffelstab an andere engagierte Menschen übergeben wollen und die auch dazu führen, dass ich jetzt mehr Zeit habe für anderes Engagement, auch für politisches Engagement bei den Grünen. Heute arbeite ich in einer Behörde mit dem sperrigen Namen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Es ist eine Verwaltung, aber ich freue mich auch dort, immer wieder meine Stimme für den Ökolandbau erheben zu können. So ganz praktisch kann ich Verwaltungs- und Haushaltsrecht, Projektmanagement, Vereinsrecht und ich arbeite gern viel und kann schnell denken und schreiben. Warum stehe ich heute hier? Weil ich überzeugt bin, dass wir etwas tun müssen, vor allem gegen die Klimakrise, und zwar im privaten, im politischen und im alltäglichen Leben. Ich versuche selbst mit einem möglichst kleinen CO2-Fußabdruck zu leben, weiß aber, dass ich das nicht von anderen Menschen einfach so fördern kann, wenn nicht die Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind. Rahmenbedingungen wie ein leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr, Rahmenbedingungen wie eine CO2-Besteuerung oder auch ein Mindestlohn, der allen Menschen ein gutes Auskommen ermöglicht. Ich stehe hier, weil ich Gesicht zeigen möchte für diese Überzeugung und weil ich einen kleinen Teil der Zukunft in meinem Wahlkreis, in unserem Bundesland und für mein und alle Kinder in meine Hände nehmen möchte. Das tue ich als Direktkandidatin in einem Wahlkreis, wie er demografisch und politisch nicht gegensätzlicher sein könnte, in Dresden. In dem einen Teil, auf der einen Seite der Elbe, werden grüne Stammwähler wahrscheinlich dafür sorgen, dass dort die Grünen zweitstärkste Partei werden. In dem anderen Teil leben Menschen, die um Chancen kämpfen müssen. Chancen auf Bildung für ihre Kinder, Chancen auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, auch ohne Erwerbsarbeit, Chancen auf Integration und die hoffen müssen, dass ihre Wohnungen auch weiterhin bezahlbar bleiben. Ich bin hier, weil wir Grünen Antworten darauf haben und ich mich der Herausforderung stellen möchte, den Menschen, denen die grüne Politik noch fern ist, zuzuhören, sie ernst zu nehmen und auch zu widersprechen, natürlich, wo es notwendig ist. Ich möchte, dass auch von diesen Menschen die Belange berücksichtigt werden bei allen Entscheidungen, genauso wie wir die Klimakrise bei allen unseren Entscheidungen mitdenken müssen. Ich denke, dass ich einige Überzeugungen habe, die möglicherweise über das Wahlprogramm der Grünen Partei hinausgehen. Aber ich glaube auch, dass wir das Unmögliche denken müssen, um das Irgendmögliche zu erreichen. Und da zitiere ich gern Greta Thunberg, die sagte, wir brauchen keine Veränderungen im System, sondern ein neues System. Ich unterstütze, es wurde schon oft gesagt, die Forderungen der Fridays for Future-Bewegung. Und ich möchte, dass wir nach der Landtagswahl nicht mehr fragen, wann wir aus der Kohle aussteigen, sondern wie wir damit beginnen. Ein neues System muss auch in der Landwirtschaft Einzug halten.
Wir haben nach der Landtagswahl die Möglichkeit, in der neuen Programmperiode unsere Ziele zu definieren. Eine neue Programmperiode der europäischen Strukturfonds müssen dann geschrieben werden, müssen programmiert werden. Es muss eine Förderung des Ökolandbaus geben, eine Sicherung mit einer Betonung der Grünlandwirtschaft. Denn auf Grünland kann Tierhaltung erfolgen, die nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion steht. Grünland bindet mehr CO2 als alle anderen Böden. Grünland ist artenreicher beispielsweise als Wald. Und wir müssen auch dahin kommen, und davon bin ich überzeugt, dass die externen Kosten der konventionellen Landwirtschaft eingepreist werden und dass so der Ökolandbau automatisch wettbewerbsfähiger wird. Meine andere Leidenschaft gilt der Vision von sicheren, autofreien Städten. Ich bin selbst schon immer Rad- und Bahnfahrer ohne eigenes Auto und möchte, dass diese Art der Mobilität für möglichst viele Menschen im besten Sinne erfahrbar wird. Und das nicht nur in den Städten und Ballungsräumen, dort aber möglichst kurzfristig. Ich kämpfe schon im Kommunalwahlkampf als Kandidatin auf der Stadtrats- und Stadtbezirksratsliste für ein fahrradfreundliches Dresden und möchte das auch im Landtagswahlkampf tun. Ich weiß, dass in meiner Rede ziemlich oft das Wort Überzeugung vorkam. Ich glaube, dass Überzeugung neben Fachkenntnis und Kompromissbereitschaft zu den wichtigsten Dingen auch und vor allem in der Politik gehören. Und wäre glücklich, wenn ich meine Überzeugung auf der Landtagsliste einbringen könnte. Vielen Dank.